Servus Leute, heute haben wir mal wieder einen altbekannten Gast hier, das ist das Projekt Arthas. Der PC läuft jetzt circa seit einem Jahr mit der Flüssigkeit. Ich habe nach kurzem, nachdem ich das Video hochgeladen habe, also circa, keine Ahnung, einen Monat später, habe ich die Flüssigkeit ausgetauscht gegen destilliertes Wasser und Bitspower Blue Dye und halt gut durchgespült, sodass kaum noch Reste von dem Aurora drin waren. Und jetzt wird der PC mal komplett gesäubert und bekommt nochmal neue Flüssigkeit. Diesmal setzen wir auf eine Flüssigkeit von Liquid.cool. Das ist das CFX Liquid. Da schaue ich mal, ob wir da was Passendes anmischen können. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Elend erstmal an, wie das Ganze jetzt gerade aussieht. Der PC wurde vom Besitzer scheinbar nicht sonderlich gesäubert. Das finde ich sehr traurig. Dann schauen wir uns erstmal den vorderen Staubfilter an. Ich sehe es aber schon, das Elend, der sieht schlimm aus. Boah, staubig. Guckt euch das an, das sieht doch eklig aus. Schauen wir uns mal den Staubfilter vom Netzteil an. Oh, der sieht besonders gut aus. Da hängt echt nichts dran, also ein kleiner Fussel. Der ist sauber. Den kann ich so wieder reinmachen. Jetzt mache ich den PC mal auf und dann gucken wir uns mal drin an, wie das da drin aussieht. Sieht nicht viel besser aus. Hier überall Staub. Schrecklich sieht das aus. Die Grafikkarte. Alles voll mit Staub. Sogar auf den Rohren vorm Reservoir. Dann hatte der Besitzer hier auch noch ein kleines Leak, wie man hier sehen kann. Zum Glück ist alles auf die Backplate gegangen und dann ist da nichts passiert. Da ist scheinbar die Pumpe ausgefallen. Aber der PC ist natürlich weitergelaufen. Und dann ist das Wasser im CPU-Block so warm geworden, dass das durch den Überdruck dann unten rausgedrückt hat. Das war auf jeden Fall Glück. Den Block, den machen wir richtig sauber. Da sind auch noch so Ölreste von der Herstellung, beziehungsweise um den O-Ring kann das auch sein, dass da so Schmiere drum ist. Die machen wir auch weg. Dann machen wir alle Blocks auf, putzen alle Blocks, spülen die Radiatoren, machen den Staub weg und am Ende kommt neue Flüssigkeit rein. Und dann sieht das Ding wieder aus wie eine 1. Ich würde sagen, als erstes blase ich jetzt mal den ganzen Staub daraus. Unten habe ich einen Kompressor und danach lassen wir mal das Wasser raus und nehmen das Teil auseinander. Oh, guck dir das an, die Sauerei. Guck dir das mal an, du. Jetzt muss ich die Bildkomposition wieder finden. Und jetzt drehe ich da wieder, damit ich nicht... Wassermarsch! Oh, da, ich seh's, da. Ah Gott! Mann! Das Einzige, was hier. Ich habe extra einen Lappen hingelegt. Wo kommt's her? Da! Aus dem Fitting, ja, da habe ich es rausgeblasen. Dann stimmt da der Ohren immer oder das Ding. Junge, er lässt's einfach los. Schön, dass du gezeigt hast, Felix, hast du gut gemacht. Ja, jetzt habe ich. Ich habe gar nicht. Mehr dran gedacht. Nee, ich habe das eben gar nicht gesehen, dass da fließt. We'll be right back.
Ja, hier sieht man, wo es dann undicht geworden ist, der Ring um die Tube. Da ist es zu heiß geworden und hat der O-Ring das Rohr zusammengedrückt. Weil das ja nur PETG ist, das wird dann zu warm und dann schafft es der O-Ring das PETG so zu verformen, dass dort undicht wird. Man sieht auch in dem Fitting ganz schön Reste drin. Jetzt nehmen wir das Ganze mal weiter auseinander. Wir bauen den CPU-Block aus, GPU-Block und die Pumpe bauen wir auch aus, denn die ist ja einmal stehen geblieben. Dank meiner super Planungskünste war es natürlich super einfach, die Pumpe auszubauen und wir mussten kaum was anderes ausbauen, wie man hier jetzt auch gleich gut sehen kann. Herr Filmer, Herr Kameramann, können Sie bitte die Kamera ausrichten? Kaum was ausgebaut. So ungefähr alles haben wir ausbauen müssen. Jetzt nehmen wir mal die Teile auseinander und dann schauen wir uns das Elend an. Da haben wir eindeutig jetzt ein bisschen Aurora. Da das eine VPP 755 ist, also die AlphaCool Schrottpumpe, musste ich oben den Sprengring entfernen, damit ich überhaupt den Impeller rausmachen kann. Ist ein bisschen scheiße, weil wenn man Pech hat, geht er kaputt dabei. Und eigentlich ist es, glaube ich, auch nicht dafür gedacht, dass man den rausmacht. Jetzt machen wir die mal sauber und dann hoffen wir mal, dass sie weiterläuft. So, ich habe das Ganze jetzt sauber gemacht. Die probieren wir jetzt mal aus und schauen wir mal. Die ist ja einmal ausgefallen. Und da ist dann auch das passiert, dass am CPU-Block das Wasser rausgekommen ist. Sie hat sich zwar vorher auch drehen lassen, haben wir keine Probleme gehabt, aber ja, ein bisschen Aurora war noch unten drin. Ob das jetzt das Problem war, kann ich leider auch nicht genau sagen. Ich lasse die Pumpe jetzt mal kurz trocken laufen. Das soll man eigentlich nicht machen, ja, ich weiß. Aber wir müssen es ja testen. Ich denke, die können wir nochmal einbauen. So. Nächstes kümmern wir uns mal noch um den CPU-Block. Da sind auch ganz schön viele Anhaftungen drin. Erstmal das gelbe Zeug da, die Öle oder Fette oder was das sind. Und dann in der Mitte hängt auch noch Aurora-Schmodder. Das machen wir jetzt mal alles sauber. Die Finnen an sich sehen eigentlich ganz gut aus. Da findet sich zwar auch Dreck drin, aber nicht so viel. Schlimmer sieht es hier oben drauf aus, da sieht man noch Aurora-Reste, obwohl das Zeug ja schon seit einem Jahr draußen ist und auch auf der Jetplate. Mache ich jetzt alles mal sauber und dann bauen wir das Ding wieder zusammen. So, das hier ist jetzt noch der Grafikkartenblock. Der sieht ungefähr genauso schrecklich aus, wie man hier sehr schön sehen kann. Ist der übelst verschmockt, da hängt das Aurora komplett fest. Der Rest sieht eigentlich okay aus, also zumindest kein Aurora, aber ich glaube, das spüle ich mal im Wasserhahn durch.
Der Grafikkartenblock wäre dann auch gesäubert. Das habe ich einfach gemacht, indem ich den Einlauf zur Grafikkarte an Wasserhahn im Bad angeschlossen habe und mal mit gut Druck durchgespült habe. Jetzt ist das Aurora da weg und der Block ist eigentlich wieder relativ sauber. Ich wollte ihn jetzt nicht komplett auseinandernehmen, weil das manchmal ziemlich das Gefummel mit den O-Ringen dann geben kann. Hier sieht man dann die Reste, wo da rauskommen vom Aurora oder was weiß ich, von was die sind. Die Radis waren eigentlich gespült, bevor wir das zusammengebaut haben. So, und um jetzt zu testen, ob die Loop auch wieder dicht ist, schließe ich hier meinen altbewährten Dr. Drop an. Damit kann ich einfach den Überdruck im System simulieren, wenn sich das Wasser ausdehnt durch die Temper. Mache ich einfach, keine Ahnung, 0,2 Bar oder so drauf und dann lässt man das halt mal stehen für 20 Minuten, eine halbe Stunde. Wenn dann der Druck noch drauf ist, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass man hier kein Leak hat. In dieser Luftpumpe wird halt der Druck erzeugt. Die schraubt man dann ab. Und jetzt muss man nur noch warten. So, jetzt sind 20 Minuten um und wie man sehen kann, ist der Druck immer noch an derselben Stelle. Das heißt, ich habe keinen Druckverlust hier in der Loop und es sollte alles dicht sein jetzt. Dann hat man da keine bösen Überraschungen zu erwarten, wenn man das getestet hat vorher. Nachdem wir als erstes das Aurora drin hatten, haben wir uns ja danach für Bits Power Dye mit destilliertem Wasser entschieden. Und diesmal kommt das Liquid.Cool CFX Opaque Pure Blue zum Einsatz. Ich habe mit dem Liquid.Cool Liquid bisher keine Probleme gehabt. Ich habe es schon in mehreren Systemen verwendet. Das hat keine Rückstände hinterlassen, beziehungsweise setzt sich auch nicht ab. Es ist auch dünnflüssiger wie bei Mayhems, das Pastell. Also das sieht man allein schon in der Flasche. Ich weiß nicht, wie das hergestellt wird oder was die Bestandteile da drin sind, aber auf jeden Fall habe ich bisher damit keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich verlinke euch das auch unten in die Infobox. Dann lasst uns das Teil mal befüllen. Thank you.
So, hier seht ihr jetzt das Endergebnis des Ganzen. Das Ganze hat 2 Tage gedauert. Es war natürlich ein bisschen mehr Arbeit wie gedacht, da alles hier so super geplant worden ist. Es ist sehr einfach, die Pumpe auszubauen, das habt ihr ja bereits gesehen. Das Ganze sieht jetzt eigentlich aus wie neu, würde ich mal sagen. Fast wie neu. Die ganzen Reste vom Aurora haben wir entfernt, den Block sauber gemacht, die Rohre sauber gemacht. Und jetzt haben wir halt das Pure Blue von Liquid Cool drin. Das sieht auf jeden Fall auch sehr gut aus. Gibt den Ganzen einen neuen Look sozusagen. Ja, ich bin eigentlich zufrieden. Der Felix ist auch zufrieden, hoffe ich mal. Ja. Die VPP 755 läuft auch noch, macht leider leichte Geräusche. Und hoffen wir mal das Beste, dass sie auch noch länger läuft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Falls nicht, ein Dislike. Wenn ihr mehr von solchen Vlog-Style-Videos sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Schaut auch auf Facebook vorbei und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das schneide ich mit rein.